Ja, liebe Schwestern und Brüder, sie ist einfach noch nicht zu Ende, die Bergpredigt. Jeden Tag wartet eine neue Überraschung auf uns, auch wenn wir sie zu kennen glauben. Aber wenn wir das Wort Jesu annehmen und es damit ernst nehmen, dann ist es eine Überraschung jedes Mal, manchmal auch sogar eine böse. Jesus spricht von der Feindesliebe, also nicht irgendein abstrakter Feind, sondern manchmal sind das die Leute, die uns jeden Tag auf den Wecker gehen. Da sprechen wir natürlich nicht von Feindschaft, aber wir haben doch was gegen sie. Diese Arbeit im Klein-Klein, das meint Jesus sicher auch. Wir haben die Tage schon gesehen, dass die Kontrastierung, die Jesus vornimmt, oft eine Einleitungsfigur ist. Also nicht so sehr eine Abgrenzung zum Judentum, denn wir suchen in der Heiligen Schrift, auch im Alten Bund, vergeblich das Wort, man soll seinen Feind hassen. Es steht doch nirgendwo. Und dennoch die größere Gerechtigkeit, um die es geht. Jesus erinnert noch einmal im Vergleich mit Zöllnern und mit Heiden daran. Wir meinen ja manchmal schon, wir hätten etwas Besonderes getan, wenn wir so einigermaßen im Umfeld zurechtkommen. Nein. Ich finde, wie so oft hat es Papst Franziskus heute Morgen in seiner Predigt mit unnachahmlichen und ganz einfachen Worten gesagt. Auch wir werden oft zu Feinden von jemand, so sagt der Papst. Und dabei sagt uns Jesus doch, wir sollten die Feinde lieben. Auch wir denken insgeheim, dass da Jesus zu viel verlangt. Als wäre das nur etwas für Klausurschwestern oder ein paar heilige Seelen, aber nichts, was im täglichen Leben brauchbar wäre. Und doch muss das genau so laufen. Jesus sagt doch, genau das sollen wir tun. Sonst seid ihr wie Zöllner, wie Heiden, sonst seid ihr keine Christen. Und dann geht der Papst. Und Jesus lässt uns ja nicht allein einfach mit einer moralischen Forderung, die uns oft genug wirklich überfordert. Es fällt ein Stichwort, mit dem wir uns selber prüfen können. Und genau darauf geht der Papst in seinem zweiten Gedanken ein. Beten. Beten, das ist es, was uns Jesus empfiehlt. Betet für die, die euch verfolgen. Betet. Das heißt auch zu Gott zu sagen, ändere bitte sein Herz. Er hat ein Herz aus Stein, nimm es aus seiner Brust und gib ihm ein Herz aus Fleisch. Ich will hier jetzt nur diese Frage stellen, so der Papst, die ich jedem von euch zum Beantworten im eigenen Herzen anheimstelle. Bete ich für meine Feinde? Bete ich für die, die mir Übles wollen? Wenn die Antwort ja ist, dann sage ich, weiter so. Bete noch mehr, das ist der richtige Weg. Wenn die Antwort Nein ist, dann sagt der Herr, armer Kerl, auch du bist noch Feind von jemandem.